Hallöchen und Servus YouTube, herzlich willkommen hier heute zu einer weiteren Map-Vorstellung und zwar von der Hofbergmann-Map vom Farmer Andy auf mahu.net veröffentlicht. Es handelt sich hier um eine, sagen wir es mal so, extremst starkst umgebaute Bjornholm-Map, die als Grundmodell diente, die aber zu 95% circa umgebaut, neu gebaut wurde. Vielleicht erkennt man ab und an ein paar Parallelen, ansonsten ist es eine komplett neue Map. Viele haben jetzt schon zu mir gesagt, die Map ist brutal, einer der besten im LS15. Da dachte ich, okay, dann musst du die vorstellen, weil ich habe sie selber jetzt nicht gefunden. Und ja, wir haben gleich mal am Start hier eine Meldung, dass uns ein paar Mods fehlen zur besten Funktion oder zur besten Funktionalität der Map. Steht eh schon da. Green Direct Cut, Fertilizer, Growth Mod und Multimowing, den kann man einbauen, muss aber nicht. Die ganzen Beschreibungsdaten lest ihr bitte aus der Beschreibung, die ist unglaublich lang, es gibt sogar ein Handbuch für die Map. Es ist absolut brutal und auch was die FPS hier angeht, ich habe hier am Hof schon 40 FPS und das, obwohl wir noch nicht mal Fahrzeuge haben, das ist, also ich kann euch schon mal warnen, der FPS-Einbruch liegt meiner Meinung nach nicht nur daran, dass die Map so viel braucht, sondern dass die Map auch so groß ist. Und diese Map hat, Achtung, ich kenne meiner Meinung, ich wüsste jetzt keine größere Map, die ich persönlich mal gesehen habe. Diese Map hat 1,5 Gigabyte, genauer 1,41, plus Modpack, das 540 MB hat, also gute 2 Gigabyte an Map und Mods. Für diese paar Sachen ist natürlich sehr viel. Qualität hat seinen Preis, hat am Modder auch geschrieben. Die Frage ist, der Preis ist dann wie hoch, wenn man die Map nicht mehr spielen kann, wenn man die Performance nicht hat. Wenn ich jetzt hier schon mit meiner 89 bei 30 FPS spielen muss, auf High und viermal Anti-Aliasing, dann will ich nicht wissen, wie es aussieht, wenn ihr eine GTX 750 habt oder noch was Schlechteres. Es könnte dann wirklich sein, dass ihr dann die Map nicht spielen könnt, nicht vernünftig spielen könnt. Das könnte wirklich sein. Ja, was auf jeden Fall schön ist hier, diverse Hallen gibt es hier und hier zum Beispiel auch schon hier den Lizard, das Auto in der Garage eingeparkt und zwar hier sogar mit veränderter Optik hier, vorne ein Stoßfänger, hinten eine Abdeckung, Rundumleuchte und so weiter, also das gehört alles zum Modpack, mir wurde gesagt, dass die Texturen wahnsinnig gut sind, mal schauen, ob wir das bestätigen können, das ist in der Tat richtig, wir haben sogar hier das Klingelschild, korrekt, wir haben hier so ein abgeblättertes Gitter zum Hof Bergmann, sogar ein eigenes Logo hier entworfen. Es ist absolut krank, wie viele Details wir hier schon mal sehen. Aber wie gesagt, das ist noch lange nicht vorbei. Ich will mir erstmal kurz den PDA anschauen, um ein bisschen eine Übersicht über die Map zu bekommen. Dann schauen wir uns das mal an. Und wir haben sogar eine kleine Legende eingebaut, die halt hier in Kürzel uns sagen soll, was wo ist. Der PDA... Wo schauen wir am besten hin, wo wir es erkennen? Okay, der PDA ist auf jeden Fall cool, sehr cool gemacht. Und ich muss zugeben, man sieht wirklich, ist auch von den Straßen, sieht man die Bjornholm, das ist richtig. Ansonsten aber hat es nicht mehr viel gemeinsam, möchte ich mal sagen. Also der Grundstil ist noch richtig, aber zum Beispiel sind die Kühe ganz woanders. Der PDA sieht generell ganz anders aus. Es gibt viel weniger Felder, fällt mir hier auf. Also es gibt hier insgesamt nur 28 Felder, nee, sorry, 29, es gibt ein Klärwerk, ein Gasthof, Grillmaster, Landhandel, Kalkwerk gibt es, ein Viehhandel, es gibt Hühnermast, Rindermast, Schweinemast, Kühe, Hühner, Schafe, Straußenmast, Ponyzucht, ja, bist du des Wahnsinns, das ist ja nicht mehr normal, es gibt einen riesigen Forst und zwei mittelgroße Forstbereiche hier, im Zentrum der Map und einen unten links, also es ist echt brutal. Die Map ist natürlich, wie gesagt, vom Straßenverlauf her, sieht nach Bjornholm aus, das sieht man auch. Deswegen werden wir uns zumindest irgendwann mal ein bisschen zurechtfinden, das heißt, ich kenne mich jetzt schon mal ungefähr aus, wo ich hin muss. Man kennt es noch minimal, dass die Bjornholm hier mal war, aber ich denke mal, das ist ein Paradebeispiel, was man aus einer Original-Standard-Map rauszaubern kann. Naja, dann, schauen wir uns mal kurz den Hof an, die Standardmaschinen sind hier schon gekauft. Wenn ihr das Modpack reingezogen habt, müsstet ihr
ein paar Standardfahrzeuge sehen. Die seht ihr hier nämlich zum Beispiel in die Holland-Gewicht, Tankanhänger, Sämaschine, Drescher und so weiter und so fort. Wie gesagt, ein paar veränderte Sachen, die dann beim Modpack dabei sind. Ansonsten auch schon 3, 4, 5 Traktoren, glaube ich. Geht also schon richtig los. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir einen Flug über die Map. Die Bäume sehen hier dunkler aus, das ist auf jeden Fall sofort erkennbar. Hier scheint wohl eine kleine BGA zu sein, wenn nicht sogar die Haupt-BGA, wo ich kann mir vorstellen, da müsste es noch eine größere geben. Hier ist wie gesagt der Bergmannhof mit einem sehr schönen Lager, das ich so auch noch gar nicht kenne. Man schön rückwärts reinfahren kann, die Fruchtsorten sind schön angegeben, man kennt sich aus. Und, haha, ernsthaft, man kann hier abkippen. Wow, das ist meiner Meinung nach mal richtig krass, dass es solche Möglichkeiten hier gibt. Es gibt ja schon oft ein paar Leute, die sagen, mei, könnte man nicht die Silage einfach oder einfach tonnenweise oder anhängerweise einfach rückwärts ranfahren und auskippen. Hier ist das möglich, hier ist ebenfalls die Mahomish-Station ein bisschen umgebaut, hier eingebaut im Forage Master, da kann man auch hingehen, was passiert hier. Ah, okay, diese Tasten. Steuerung kennen wir schon. Also das ist wirklich richtig brutal. Dann gibt es noch ein paar Objekte, die... Also auch Wahnsinn, diese Texturen. Brutalst mit tollem Sound. So Rostflecken überall dran. Das wird wohl dann die Güllegrube sein. Hier auch kann man das auch ausschwenken. Also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Die Bodentextur ist hier standardmäßig geblieben. Wir haben hier natürlich auch Luzerne und Klee und sonst welche Sachen verbaut. Die Boden, die Baumtexturen und Grastexturen sind... Die Grastexturen sind, wie gesagt, meine Lieblingstexturen. Schön saftig grün gehalten. Die Bäume richtig schön dunkel wie ein Wald. Wir haben da unten auch sogar einen Baum, der quer liegt. Also hier einen unpassierbaren Weg. Und ich muss sagen, diese Bäume... Das ist echt der Wahnsinn. Diese Bäume sind wirklich der Wahnsinn. Weil die sehen so richtig... flauschig hört sich doof an, aber so richtig voluminös aus, sagen wir es so. Das kommt richtig gut rüber. Hier mal die Erfurter Landtechnik, also die Map ist, soll in Thüringen spielen, ist natürlich fiktiv gebaut, sonst würde das nicht auf die Björnhorn passen. Einen Riesenhändler haben wir hier, auch umgebaut. Sieht auch richtig toll aus, da kann man überhaupt nichts sagen. So viel Platz für Maschinen. Dann haben wir hier auch Wiesen und jetzt, wie gesagt, man kennt, dass es die Björnhorn ist, aber dieser Umbau, das ist... Das sieht überhaupt nicht mehr aus wie die Björnholm. Da muss ich einfach mal sagen, Respekt dafür, jetzt schon. Hier hinten ist dann der Forst, den wir auch noch kennen aus der normalen, original Björnholm. Hier haben wir dann das Klärwerk, auch mit sehr schöner Gülletextur obendrauf. Ich schätze mal, hier kann Gülle abgeholt werden, beziehungsweise Mist auch verkauft werden, wie wir hier sehen, Füllstandsanzeige. Hier kann Wasser abgetankt werden im Wasserbecken, das geklärt wurde. Ja, und Gülle, ob man die hier verkaufen kann, ist fraglich. Doch, nee. Obwohl die eher zum Abholen. Wäre wahrscheinlich logischer. Auch ein riesig geiles, schönes, tolles Gelände. Kann man überhaupt nicht sagen. Unterschiedliche Wegstrukturen, Plattenbau und so weiter. So, jetzt wäre hier hinten doch eigentlich das Meer, richtig? Aber... Falsch gedacht, es gibt hier kein Meer. Ja, das ist wohl eine der lustigsten Sachen. Björnholm ohne Meer. Sieht verrückt aus, aber auch ein sehr schönes Dorf, was wir hier vor uns haben. Die Feuerwehr. Was denn für eine Feuerwehr? Auch sogar mit dem Haus hier, mit der Sirene und auch wirklich in ganz annehmbaren Qualitätsstufen, Qualitätstexturen. Gasthof am Teich gibt es hier auch. Öffnungszeiten stehen auch da. Also Bier trinken können wir jetzt gerade nicht. Ansonsten, ach, hier auch noch einen Teich, brutal. Und jetzt kommen wir aber zum Erfurter Landhandel. Hier mit Schranke, mit Häuschen. Hier kann natürlich auch wieder was gekauft oder verkauft werden. So wie ich das hier sehe, wahrscheinlich verkauft. Ja, Strohverkauf. Hier kommt das lose Stroh hin. Hackschnitzelverkauf. Hier können dann wahrscheinlich Wollpaletten verkauft werden. Eier, alles hier am Landhandel. Hier kann Saatgut gekauft werden. Dann hier wahrscheinlich Grasverkauf. Also es ist Wahnsinn, wie viel eingebaut ist. Wir müssen auch bloß mal kurz den PDA öffnen und dann sehen wir eigentlich schon
hier bei der Karte, dass einiges bisher angesehen ist und nicht alles reif ist. Wir haben auch, wie gesagt, das finde ich halt total brutal. Guckt euch mal 6 Seiten Mastanlagen. Mast ganz Pony, Strauß, Mast Schaf, Rind, Mast Huhn, Rind, Schwein, Schwein. Es ist echt brutal. Ja, ich will noch mal kurz was sagen zu den Verkaufsstationen. Das sind insgesamt jetzt schon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Verkaufsstationen. Es gibt hier auch eine Zuckerfabrik. Ja, ihr habt richtig gehört. Ja, gehen wir mal weiter, sonst brauchen wir wieder zu lange. Bei mir ist das ja immer so leicht überzogen. Das müsste wahrscheinlich die Hühnermast sein, auch in einem sehr tollen Gebäude. Es passt irgendwie einfach alles rein. Es ist nichts, da habe ich gesagt, das passt jetzt nicht einfach so hingeklatscht. Es hat alles Hand und Fuß, es passt alles irgendwo rein. Hier können sicherlich die, genau, hier können die angekauft werden, die Tiere. Alter, und hier hinten sind die Straußen. Oder die Strauße, die bewegen sich. Lol, was macht denn der hier? Hat sich der jetzt gerade hingelegt? Tja, also es gibt ja auch Strauße. Wo sind denn da die Gänse? Mastgänse ist ja echt brutal. Alles gibt es hier, alle Tierarten, die wir uns jemals vorstellen können, sind hier eingebaut. Natürlich braucht man auf der Map sicherlich viele fleißige Helfer, um diese bewirtschaften zu können. Allein ist das wahrscheinlich nicht möglich, um wirklich alles gleichzeitig zu bewirtschaften. Dann gibt es hier noch das Kalkwerk. Da, ich denke mal, hier kann Kalk gekauft werden. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Klein, aber fein. Wie gesagt, man hat hier einfach natürliches Map-Ende gewählt. Einfach hier so einen Berg hingepflanzt. Und übrigens können wir auch nicht mehr weiter raus als hier. Genau, hier waren wir schon beim Landhandel. Da hinten waren wir noch nicht. Und zwar hier am Ende vom Dorf. Da geht es dann nochmal rüber Richtung... Ja, ich sag mal wieder zurück zum Hof. Und da oben ist dann auch die Biogasanlage. Werden wir hier noch ein Freilandsilo sehen. Ja, ist ja Wahnsinn. War nochmal eine Biogasanlage. Und hier ist beheimatet... Wer denn? Ah, Stall. Das hört sich nach kleinen, lieben Lämmern an. Oder Schäfchen. Die hier beheimatet sind. Versprecher von drinnen. Ja, Freunde. Passiert mir auch mal. Diese Grube kenne ich, die habe ich selbst mal auf der No Name verbaut. Naja, sah bei mir nicht so toll aus, ganz ehrlich. Und hier haben wir nochmal weitere Stallungen. Soundmäßig kann ich es jetzt nicht erkennen, was hier drin ist. Aber das sieht mir nach... Ja. Kühen oder Rindern aus. Wahrscheinlich eher Rinder, weil Kühe-Symbol war im Hof. Also, es ist Wahnsinn. Ich bin echt baff, wie man so viel in eine Map einbauen kann, ohne dass es, naja, irgendwann wirkt es schon too much, aber irgendwie passt es halt trotzdem noch rein. Hier nochmal ein Wald. Es ist, boah, ich bin geschockt, Freunde. Die Map hat sowieso schon mal die 5 Sterne geknackt jetzt hier auf jeden Fall, weil das ist brutal, wie man sowas so natürlich einbauen kann. Ihr wisst noch, hier war mal ein Güterbahnhof, den gibt es nicht mehr. Hier gibt es gar nichts mehr, hier gibt es nur noch Wald, Wald, Wald. Hier drüben übrigens auch. Hier war mal auch ein Gasthaus hinten, das gibt es im Endeffekt auch nicht mehr. Nee. Das gibt es auch nicht mehr, das ist jetzt alles schöner Waldbereich. Und dann schauen wir noch hier runter. Hier ist doch irgendwo der Zuckerverkauf. Das ist die Kornmühle. Diese ist wenigstens mal simpel, wenigstens. Nicht so komplex wie alle anderen Sachen. Milchmolkerei, aha. Deutsches Milchkontor. Na, hoffentlich nur Gutes gibt's da. Und ja, wenn ihr euch erinnern könnt, hier waren mal die Kühe, hier sind jetzt die Schweine. Und das ist nochmal ein eigener Hof mit 3 Stallungen. Hier ein riesiges Güllebecken, Misthaufen, Strohlager, alles was dazugehört. Da möchte ich gar nicht mehr näher drauf eingehen. Das ist eure Aufgabe, das zu inspizieren. Da werdet ihr Stunden brauchen, das kann ich euch sagen. Ne, Kartoffelwaschanlage gibt es am Rande der Map auch noch. Einen Silomaster von Amazone, so sieht es zumindest aus. Einfach wie ein. Hier wurde bestimmt einfach nur der oberste Aufsatz vom Düngerstreuer benutzt. Aber der Wald ist so riesig, das ist das Brutale, finde ich. Da will ich nochmal kurz reingehen, weil das sieht auch komplett anders aus, als wir es uns je erträumt haben. Guckt euch das mal an. Vielleicht nicht ganz so dicht, dafür. Riesig, wirklich riesig und das passt halt wirklich einfach super, super gut.
ja, hier weitere Höfe. Ich will es gar nicht mehr zeigen, weil sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Da drüben haben wir den Rübenschnitzel. Nee, ist die Kompostanlage, Freunde. Kompost gibt es hier auch. Gärtnerei, Weiden, Felder. Ja, mal wieder Felder, das ist ganz spannend. Ich würde sagen, das sind neue Texturen, oder? Ohne mich hier aus dem Fenster zu lehnen, würde ich fast sagen, dass dieses Gelb ein bisschen knalliger ist, als wir es sonst so kennen. Und das ist jetzt aber bitte die Zuckerfabrik. Jawohl, das ist absolut richtig. Hier sieht man auch, wie die überladen werden hier rein. Und dann geht's ab zum Waschen. Also, ich bin wirklich baff. Und wie gesagt, hier im Waldbereich sieht man dann schon eigentlich nicht mehr den Bjornholm-Style. Hier wurde doch einiges verändert. Es gibt hier auch gar keinen Teich mehr oder einen Fluss. Ist alles weg. Wobei ich sagen kann, das Sägewerk ist an einer Stelle, wo es auf, glaube ich, auf der Euroagrar diese Bretter, diese auch so ein Sägewerk gab. Sieht aber hier wieder viel besser aus. Können wir hier rückwärts reinfahren und abkippen oder was? Ne, Freunde, was können wir hier machen? Wir können mit... Ja, ist das krank? Man kann diese Rampe anheben. Jetzt guckt euch das mal an. Ja, und dann? Hier reinschütten oder wie? Tja. Ja, Wahnsinn! Was kann man damit machen? Ich check's jetzt gerade nicht. Darf nur rückwärts benutzt werden. Ach, nur rückwärts befahren werden. Motor abstellen, Handbremse ziehen. Ach, okay. Ich komme trotzdem nicht dahinter. Also, ich fahre hier hoch, dann wird mein Fahrzeug gekippt und dann kippt es die Bäume nach hinten aus. Also, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Total ausgeklügelt, dieses System. Und wie gesagt, auch ein sehr, sehr schönes Sägewerk, das übrigens auch am Platz ist, wo es standardmäßig auch ist. Das wollte ich noch dazu sagen. Sehr, sehr viel Wald, wie gesagt. Also, Forst, traumhaft, wirklich. Man wird nie alles abholzen können, das glaube ich ist fast unmöglich. Aber es ist richtig genial. Schlachthof ist hier in Erfurt. Ah, okay, man sieht sogar die Produktionsreihenfolge. Und Achtung, jetzt ein Anblick für nicht schöne Gemüter. Da, das kann man alles aus einem Schwein machen. Natürlich fertig vorbereitet. Eskir Batscher. Frag deinen Metzger, die sind die Experten, das ist wohl richtig. Ja, und jetzt... Oh, nee. Ein trauriger Anblick, Freunde. Ja, ist... Wie kann man das so detailliert machen? Da würden andere ja schon Wochen dran sitzen. Hier sind die Schweine auseinandergesägt, so böse es und schlimm es aussieht. Es ist natürlich... so, man sollte schon wissen, wo das Fleisch herkommt. Ja, hier habt ihr die beste Möglichkeit, das zu erfahren. Jetzt geht's in den nächsten Produktionsraum und hier ist dann irgendwann... Aber Schluss, also ich habe sowas wirklich noch nicht gesehen. Das ist absolut brutalst. Also von den Details und von den Möglichkeiten auf der Map wirklich eine der detailreichsten Maps. Ob man das nun gut findet oder schlecht, ist eben das selbst überlassen. Ich für meinen Teil finde persönlich, wenn ich auf der Map zocken würde, mir wäre es ein bisschen too much. Ich würde damit überhaupt nicht klarkommen, auch mit 5 Leuten nicht, das alles zu überblicken. Deswegen... ist aber hier ein persönlicher Geschmack. Deswegen würde ich die Map trotzdem gerne zocken, aber ich werde es wahrscheinlich nicht, weil ich, wie gesagt, andere Projekte geplant und am Laufen habe. Aber es ist auf jeden Fall für einen Multiplayer, für ein paar Leute, die Map, um wirklich alles zu machen. Wirklich alles. Und das ist, finde ich, genial, das so zu bauen, dass es, ja, glaubwürdig rüberkommt. Wir haben hier sogar so einen alten, schönen Stall, wo richtig noch das Stroh drin ist und, dieses Objekt kenne ich von der Heimenkirche oder von diversen anderen Maps auch. Noch eine Scheune und hier ist auch wieder irgendwelche Tiere sind hier bestimmt auch wieder zu Hause. Also es ist unglaublich viel hier verbaut. Das letzte waren dann hier noch die Kühe, die sind hier. Die können wir auch manuell hier die Milch wegfahren. Und hier drin ist dann noch ein Steier, der wartet schon auf seine Aufgaben. Und auch wie gesagt hier... Eine Halle und Riesengelände für die Kühe, das sollte man auch nicht vergessen. Also hier wurde schon auch drauf geschaut, dass die ein schönes, glückliches Leben haben. Ja, das war's mit diesem Rundkurs über die Bjornholm 27.132. Nein, Spaß. Man sieht irgendwo von den Straßenverlauf, von den Feldern her, dass die Bjornholm ist, aber es ist sowas von anders. Und ich finde, diese Map hat keinen Bjornholm-Charakter mehr. Deswegen mag ich sie auch so sehr.
Weil ich die Björnholm ja an sich nicht schlecht fand, aber diesen Charakter der Map fand ich schlecht. Diese Farben, dieses Gras, dieses Hellgrün, das fand ich nicht so schön. Und das ist hier alles abgeändert und es sieht alles einfach sowas von geil aus. Mit diesen tollen Worten, glaube ich, will ich mich verabschieden von euch. Ich danke euch dafür, dass ihr so lange zugeschaut habt. Bitte ladet euch die Map auf jeden Fall mal runter, wenn sie euch halbwegs gefällt. Und könnt sie gerne auch im Multiplayer zusammen erkunden. Ich glaube, das ist sogar das Vernünftigste, weil einfach einer allein nicht wirklich alles entdecken kann. Das ist, glaube ich, fast unmöglich. Auf jeden Fall nochmal wahnsinniges Lob und wahnsinniger Respekt, der seit einem Jahr, der Modder, der seit einem Jahr hier an der Björnholm-Seite rausgekommen ist, die Map unter LS15 hier dran sitzt und sich hier das eingebaut hat, ist absolut der Wahnsinn. Maximale Bewertung hier möglich, natürlich sowas von selbstverständlich, das war mir nach 2 Minuten schon klar, dass hier wieder eine absolute Map, die absolut auch wieder unter die Top Maps überhaupt im LS15 zählt. Ich möchte nicht sagen, es ist die beste, weil es ist Geschmackssache, aber von den Texturen, von den Möglichkeiten ist es absolut brutal und es funktioniert auch sowas von absolut. Von dem her muss ich einfach nur sagen, wow, absolut wow. Hier sehen wir übrigens auch noch ein paar Fruchtsorten, Tomaten, Blumenkohl, Sonnenblumen, Dünger, Rübenschnitzel. Es ist so viel hier. Es gibt Biomethangas, ich habe vergessen, es gibt auch Biogas, das ihr produzieren könnt. Es gibt getrocknetes Getreide, Einstreu. Ich glaube, ich höre jetzt auf, weil ich kann nicht mehr. Das ist so krank. Da könnte ich 5 Stunden drüber reden. Deswegen sage ich es einfach mal. Tschüss, macht's gut. Nochmal vielen Dank für den Farmer Andy für diese geile Map, die sicherlich noch ewig gezockt werden würde und wird. Weil es einfach unglaublich viel zu entdecken und zu machen gibt. Da wird einem sicherlich nicht langweilig. Macht's gut, ich bin raus. Adios.